Franziskus quälen mich neue Versuchungen. Meine Brüder munkeln, dass unter unserer Abtei der Körper des Tirukan begraben wird. Einer der drei mythischen Herrscher des verlorenen Erdteils Atlantis. Und dass ein Stück des atlantischen Erbes bei ihm liegt. Ein Anhänger, der zwischen den drei Herrschern des untergegangenen Erdteils Atlantis aufgeteilt wurde, um seine unermesslichen Kräfte im Zaum zu halten. Kräfte jenseits derer des Allmächtigen, des Schöpfers. Mir wird schwindlig von solchen Möglichkeiten, die so dicht an meinem sterblichen Selbst liegen. Jede Nacht geißle ich mich, um mir die Vorstellung auszutreiben, aber es ist wahrlich eine schwere Prüfung. Pierre, du Umweltverschmutzer. Oh, das Bild ist natürlich mega nice. Und Leute, ich heiße euch herzlich willkommen und da sagt auch mein Freund, der Löwe, schon hallo. Hallo Löwe, hallo, hallo. Oh, da ist noch ein Tiger hinterher oder noch eine Löwin, wie auch immer. Halleluja, hallo Löwe. Ich muss erstmal kurz klarkommen und euch Hallöchen zu diesem neuen Part wünsche, meine lieben Grabräuber und Grabräuberinnen da draußen. Herzlichen Dank fürs Reinschalten und fürs fleißige Bewerten der glorreichen letzten Folge und natürlich auch zum Einschalten in diese. Wir müssen den Löwen weiter killen, aber bevor ich das tue, mal eben schnell hier, ne? Ja, mal so. Guckt mal. Nice, wir werden jetzt zwar sterben, aber was soll's? Bist du tot? Nein, okay. Hulla, die Waldfee. Okay, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Level jetzt hier heißt. Ich speichere einfach mal hier vom Grab von Qualopec über. Nein! Ja, kleiner Schnitt. Ich habe nämlich aus Versehen das Level geladen, statt es zu speichern. Deshalb jetzt nochmal, ja, das ist echt gefährlich, ey, wenn man hier nicht gleich Spiel speichern. Jetzt machen wir es mal richtig, ne, und ich glaube, wir sind in St. Francis Foley? Oh, ist sogar richtig. Mann, bin ich gut. Das ist ein Level, das ist erstens viel, viel länger als manch andere. Und zweitens sind hier die Geheimnisse richtig schwer platziert. Ich weiß, dass es hier früher so war, dass ich das ein oder andere Geheimnis, sage ich, wie es ist, wusste, wo es ist, aber ich es nie hinbekommen habe, dieses zu erreichen. Übrigens ist es hier auch so, dass man mit verschiedenen Steinen quasi die Türen öffnen kann. Ihr habt es gerade schon gesehen. Ich habe quasi jetzt hier gerade den Felsen bewegt. Ich glaube, das war sogar in die falsche Richtung. Weil wir müssen es in die andere Richtung schieben. Und dann geht nämlich die Tür auf, bin ich der Meinung. Das könnte jetzt übrigens auch eines der ersten Folgen sein, sage ich auch, wie es ist, wo ich das nicht mehr in einer Folge hinbekomme. Könnte zumindest sein. Was wurden jetzt? Affen! Affen! Wir sind im Affenhaus! Oh shit! Oh shit! Ein wütender King Kong! Ich sei nicht N! Shit, ey. Wir haben den Affenstall jetzt hier losgelassen. Da haben wir ja wieder einen Kram gemacht. Halleluja, ey. Da habe ich aber gleich wieder richtig schön verkackt jetzt hier. So, ein Hebel zum Heben. Den heben wir. Was auch immer der macht. Ich weiß es nicht. Was hat er jetzt gemacht? Was hat der Hebel denn gehebelt? Hä? Bin ich doof? Ich weiß es nicht, Freunde. Tür ist zu? Da oben kommt ein Affe irgendwo her. Wo kommt der denn jetzt her? Ey, wo habe ich dich übersehen? Hallo, hallo, Affe! Danke. Was habe ich jetzt hier oben geöffnet? Habe ich jetzt hier was geöffnet? Hallo. Oh, ey, Lara. Wo kam denn jetzt der Affe her?
Und nu? Ich komme ja nicht mehr raus. Ah, der Hebel ist zum Öffnen der Tür. Und für was ist dann der? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich kann es euch echt nicht mehr... Oh. Da ist doch der andere Kollege. Den kennt ihr doch auch. Das ist der andere, der für Nadler arbeitet. Ich weiß gar nicht mehr, wie sein Name war. Der verschwindet jetzt übrigens einfach. Der haut, wenn wir den besiegt haben, einfach irgendwohin ab. Ich glaube jetzt schon. Der verschwindet jetzt einfach hinterm Felsen. So, und jetzt ist er weg. Ist einfach nicht mehr aufzufinden. Down. Down by the river. Down by the river. Ist jetzt einfach weg. Null Problemo. So, ich weiß, hier oben ist ein Medipack. Das weiß ich tatsächlich. Aber ich weiß nicht mehr, ob ich von hier da drauf springen muss. Alter, das ist so eine Sache, wo ich jetzt hier wirklich speichern muss, weil ich echt Angst habe, dass ich den Sprung nicht schaffe. Wisst ihr, wie ich meine? Es könnte gut gehen. Es könnte auch tierisch in die Hose gehen. Es geht in die Hose. Ich habe mal die Seiten gewechselt. Dann schafft man das nämlich auch. Mann, 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 ich bin aber auch wirklich ein Held. Ich bin einfach von den Steinen zu dem Stein auf das Dach gesprungen und dann schafft man das nämlich da auch locker hin. Man sollte vielleicht einfach mal das Spiel wieder in sich bringen. So, und jetzt kommt schon so eine Stelle, wo ich damals, ich war, Alter, das ist doch nicht euer Ernst! Ja, gut, ich bin drüben. So, das ist jetzt so eine Stelle, wo ich das erste Mal damals, als ich hier in dem Raum war, dachte, ja, das wird nix, so auf die Art. Weil, ich sage euch, was das Problem ist. Man muss jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, ey. So, so und dann irgendwie so, aber ja, das ist ein bisschen schwierig, weil man muss das wirklich irgendwie perfekt treffen und das ist wirklich so, da, wisst ihr, ich muss da, ja, das ist nicht ganz so einfach. So, so und so, ja, Alter, ich hab's hinbekommen. Okay, ja, also es war so eine Dreier-Sprung-Kombination. Die dann aber auch irgendwie noch nicht zu Ende war. Weil ich glaube, es ging hier tatsächlich weiter mit dem Springen. Und ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie. Oh, nicht, bitte nicht runterfallen. So, wartet mal. Ja, ich glaube, ich hab's wieder. Ich glaube tatsächlich, man musste nämlich zuerst hier und dann so und dann hoch. Haha. Ich hab's. War eine schwere Geburt, ich habe es ein paar Mal probiert, kann ich ehrlicherweise gestehen. Ich habe es für euch aber rausgeschnitten, weil ist ja nicht ganz so spannend, ne? Ist ja nicht ganz so spannend. Ihr sollt sehen, wie es funktioniert und dann ist aber auch alles gut so auf die Art. Das sollte jetzt nicht passieren. Okay, nach dem Tod bin ich jetzt hier an dem Eingang. Also ich war gerade ja da drüben, habe das Secret etc. gemacht. Und bin dann jetzt hier einmal oben rum durch den Raum gesprungen, um jetzt hier rüber zu gelangen. An die Tür, die ich ja geöffnet habe, durch mein schönes Affenhäuschen. Also, wir waren ja in dem Affenhaus, mussten die Affen dort kalt machen. Und tatsächlich ist es so, dass es jetzt hier Möglichkeit Nummer 2 für das nächste Secret gibt. Und das ist brachial schwer. Weil, das ist ganz komisch. Also folgendes, funktioniert so. Man muss sich rückwärts hier runterrutschen lassen, damit man sich hier festhalten kann. So, dann kann man sich, wie auch immer das vonstatten geht, kann ich mit der Kamera ein bisschen, dann kann man sich hier fallen lassen, rutscht dann wieder runter und muss sich dann ganz am Ende mit dem Rückwärtssalto da irgendwie so hin befördern, dass man da steht. Hat nicht geklappt, deshalb laden wir gleich nochmal. Versuch 3644, das Secret zu erreichen. Es hat geklappt. Mann, bin ich gut. Mann, bin ich gut.
Halleluja, es hat tatsächlich funktioniert. Ja, so kriegt man hier das zweite Secret im Game. Man muss wirklich im allerletzten Moment, nachdem man da rückwärts runtergerutscht ist, sich hier, naja, so rückwärts so gut wie möglich runterrutschen lassen, ja, sage ich mal. Und es gibt noch ein drittes Secret. Das kriegt man, wenn man hier lang schwimmt. Ist normalerweise hier in der Decke. Ja, da ist es eigentlich. Aber wie geht's auf? Nach etwas Grübeln und nach etwas hin und her und tatsächlich mir sogar ein YouTube-Video angucken, habe ich immer noch nicht gerafft, wie man unten an dieses Secret kommt, wo ich euch gesagt habe, da kann man, ich habe übrigens das Krokodil getötet, da ist es, da kann man quasi durch die Decke schwimmen und kommt an das Secret ran. Aber Leute, und ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber ich kann hier mit dem Kopf durchgucken. Und das Krasse ist, ich kann mich hier raufziehen. Ich habe es gerade eben ausprobiert, weswegen jetzt der Secret-Sound nicht kommt. Das ist so nicht gewollt. Sage ich, wie es ist. Glaube ich zumindest. Doch, das ist so gewollt. Die haben da einfach nur die Kack-Entwickler. Aspyr, ich hasse euch. Die haben einfach nur ein Böd draufgesetzt, damit das nicht zu einfach zu erkennen ist. Wie kacke sind die denn? Ja, okay. Alles klar. Ich hasse euch. Ja, so kommt man da auf jeden Fall zum dritten Secret. Und ich glaube, im ganzen Level gibt es vier. Und das vierte Secret ist ein zeitgesteuertes Secret. Das ist in einem großen Raum. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde, euch zu zeigen tatsächlich. Weil das schon ein wenig schwieriger zu erreichen ist. Das sage ich auch, wie es ist. Also das ist wirklich, wirklich nicht ohne. Und das macht man mal nicht mal eben schnell so. Das muss ich einfach so sagen. Das ist nämlich jetzt hier in diesem Raum. Ja. Ja, guckt euch diesen Raum an. Das ist wirklich... Das ist ein Raum des Hasses, sage ich, wie es ist. Sage ich, wie es ist. Das ist wirklich ganz, ganz schlimme Erinnerung für mich. Weil hier bin ich 1000 Tode gestorben. So schön, wie die Musik jetzt auch spielt, so schlimm ist sie. Ich bin hier, wie gesagt, wirklich 1000 Tode gestorben. Ich hab's gehasst. Es gibt hier sehr, sehr viele Fledermäuse. Extrem viele, die einen sehr nerven können, wenn man hier tatsächlich die nicht gleich von Anfang an wegraucht, ja. Dann wird es wirklich, wirklich nervig. So, warte mal, da oben war doch noch eine Fledermaus. Da, ich sehe sie doch. Ich werde mal Folgendes machen. Ich werde jetzt hier einfach mal rüberspringen. Hoffen, dass die Gute jetzt... Nee, sie aktiviert sich nicht. Okay. So, übrigens, der folgende Part mit dem Secret fängt, glaub, dort drüben an mit dieser Druckplatte. Ja, so stürzt man in den Tod. Okay, Friends, hier ist die besagte Druckplatte. Ich stehe direkt vor ihr. Ihr seht sie. Diese Druckplatte muss man berühren und dann schnellstmöglich direkt nach unten kommen. Ich hoffe, ich schaff's. Man kriegt dabei übrigens definitiv schmerzvoll verliert man Leben. Das ist leider Gottes so. Wie gesagt, man muss hier schnellstmöglich nach unten. Ganz schnellstmöglich. Und dann... Shit. Da ist übrigens die offene Tür. Da müssen wir rein. Hätte klappen können. Wir brauchen volles Leben. Okay, next try, Freunde. Next try. Wieder runter. Ja, Leben genommen. Ja, nicht so wild. Nicht so wild. Wir sind noch voll im Rennen. Wir sind noch voll im Rennen. Schneller, schneller, schneller. Durch da, durch da, durch da. Jawohl. Und wir sind drin. Ja, wir haben das Secret. So funktioniert, so geht's. Holla, die Waldfee. Eieiei, ey. Das war wieder... Das war wieder... Alter, ich weiß nicht, ob das so Sinn macht, euch alle Secret zu zeigen. Ich weiß zwar viele, wie gesagt, wo die noch sind, aber die zu erreichen ist echt... Das ist so schlimm. Das ist so schlimm zwischendrin.
Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall ganz unten. Und hier ganz unten ist es so, dass wir hier diesen großen Raum, diese Riege quasi öffnen müssen. Und dafür müssen wir in alle vier Räume, die sich hier in diesem großen Raum befinden, die man mit Hilfe von Heberheben, kann man dann die Räume von Neptun zum Beispiel öffnen oder von Thor und kann dann dort quasi die Aufgaben in den einzelnen Räumen erfüllen, um dann sozusagen die Schlüsse für die Riege hier unten quasi aufzumachen. So funktioniert's und nicht anders, ja? Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal ein Hebel. Den Hebel hebeln wir mal. Damit machen wir zum Beispiel ganz oben Neptuns Tür auf. Jetzt ist nur die Frage, ist das auch zeitgesteuert? Nächster Hebel, Leute. Auf der fast obersten Etage. Damit öffne ich Thors Kammer. Okay. Und mit was öffne ich dann seine Kammer? Atlas? Also ein Hebel fehlt mir noch. Wo ist der vierte und letzte Hebel? Wahrscheinlich ja weiter unten, oder? Oh, jetzt aber ganz schnell rein da bei Neptun. Und mal... Oh, die Musik. Neptun hat natürlich was mit Wasser zu tun. Wie sollte es anders sein? Das heißt, ich muss schwimmen. War ja klar. War ja klar, dass das jetzt nicht so einfach wird. Und dass man hier wahrscheinlich mit seiner... mit seinem Sauerstoff schon eine Weile halten muss, ne? Kann ich hier irgendwas machen? Hallo Neptun. Es ist eine schöne Kammer. Es ist schön, hier bei dir zu sein. Okay, ich speichere nochmal ab und dann geht's ins tiefe Nass. Und rein da, Freunde. Mit dem Köppert auf nach vorn geht's rein in Neptuns Kammer des Schreckens. Ach du Jemine. Ach, du heiliges Kanonenrohr. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Komm, mach auf, bitte. Mach bitte ganz schnell auf. Ich liebe die Musik von Tomb Raider. Aber... ist auch Druck. Ist auch Druck. Vor allem, wenn Zeit im... noch mit einer Rolle spielt. Schnell, bitte zurück. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Nein, da nicht hin, da nicht hin. Lara, da nicht hin. Nach oben. Nach oben. Oder? Ist der Finger oben? Wird man dich loben? Lara, denk dran. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh gut. Wir sind aus Neptuns Pool raus. Halleluja, das ging ja gerade nochmal gut, ne? Huh. So, dann machen wir erstmal Thor. Denn der Gott des Donners ist ein guter, ne? Oder halt ein böser. Ich speichere auch hier wieder ab. Denn ihr habt es gerade schon gesehen, Thor verschießt Blitze aus seiner schönen Kammer da. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Sobald ich, glaube ich, hier von der Schwelle trete, bin ich am Arsch. Ich glaube, ich darf mich nur auf den Platten bewegen. Irgendwie so war das. Ja. Da bin ich nämlich sonst sofort tot. So, Leute, ich habe nicht mehr so richtig eine Ahnung, wie das hier funktioniert hat. Sage ich, wie es ist. Irgendwie so. Ich habe es geschafft. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keinen blassen Dunst. Ach ja, ich muss hier lang genug drauf stehen bleiben, damit der Hammer runterkommt und muss dann an die Seite springen. Ja, der typische Tor, ne? Ach Mann, spring doch an die Seite, Mann. So. So macht man das nämlich. Geile. Ach so, ja, da ist jetzt das Ding runtergekommen. Stimmt ja, da gab es ja was. Und das Ding muss ich doch jetzt eigentlich da hinschieben, um da hochzukommen, ja? War das nicht so? Okay, ich denke, das sollte schon ausreichen. Weiter brauchen wir es, glaube ich, gar nicht schieben. Und dann kommen wir nämlich hier zumindest schon mal hoch. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ich glaube, dann haben wir nämlich den Raum des Tors schon so gut wie hinter uns. Yes. Und einmal hoch. Das wird eine Folge, Leute. Die schneide ich aber so richtig schön. Das sage ich schon, wie es ist. Tor, Junge, Gott des Donners. Du machst mich fertig. Du machst mich wirklich fertig.
Ah, das sollte ich vielleicht nicht machen. Das sieht ein bisschen hoch aus. Vielleicht sollte ich auch mal speichern, weil ich habe ja hier wirklich jetzt gerade mal ein bisschen Fortschritt, ne? Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Raum wieder. Okay, Leute, Damokles is the next one. Und auch hier werde ich natürlich gleich mal vorab speichern, ne? Denn ihr wisst ja alle, Damokles, Schwert Damokles und so, ihr wisst Bescheid, ne? Die kommen nämlich, wenn ich ganz blöd bin, kommen die runter. Und das ist nicht so cool. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann die runterkommen. Bin ich auch ehrlich. Ich glaube, die kommen erst runter, wenn ich eine bestimmte Sache gemacht habe. Ja, wenn ich hier in den Raum bin, um hier den Schlüssel zu nehmen. Ich glaube, dann erst kommen die runter. Oh Gott, ey. Aber hier oben gibt es noch Zeug. Und das will ich mitnehmen. Das ist nämlich wichtig und richtig. Und ich weiß nicht, ob es in den anderen Räumen auch Zeug gab. Falls ja, haben wir es definitiv übersehen. Aber egal, ich habe alle Secrets. Und das ist es mir gerade auf jeden Fall wert. Wie gesagt, der Raum des Damokles ist auf jeden Fall nicht so einfach, weil jetzt hier die Schwerter hinunterpurzeln. Und das ist wirklich überhaupt nicht spaßig, Freunde. Das ist so gar nicht spaßig. Ja, das meinte ich. Ach du heiliges Kanonenrohr. Ja, na klar. Kann man das überhaupt irgendwie verhindern? Dass die einen treffen? Die drehen sich jetzt auf jeden Fall alle. Naja, ganz großes Kino. Oh, das war gut. Ich würde aber schon ganz gerne durch. Och nö, och nö. Na, lass mich doch jetzt aber bitte wenigstens durch. Okay, hat bis hierhin ganz ordentlich geklappt, aber hier komme ich dann auch schon wieder nicht weiter. Kann ich da durch? Ja, kann ich. Oh shit, oh shit. Ja, das war gut. Das war okay. Wir haben viele Schwerter runtergeholt. Ja, so lobe ich mir das. Okay, wir haben es gepackt. Gut, dann haben wir das auch. Jetzt müssen wir wieder ganz nach unten. So weit unten ist es gar nicht mehr. Damit wir noch ganz unten. Oh nein. Oh nee. Okay, Leute, sind wir wieder an der Stelle, wo ich gerade krepiert bin. Übrigens, hier in dem Raum des Damokles. Man kann den Schwertern sehr wohl ausweichen. Und zwar geht das einfach, indem man sagt, man bleibt in dem Moment, wo die runterkommen. An der bleibt man eigentlich stehen. Ich bin jetzt hier abgerutscht, weil dann treffen die einen nicht. Und dann habe ich nämlich jetzt auch gerade die Errungenschaft, weil ich habe das jetzt gemacht, auf den Rückweg, ohne getroffen zu werden. Und dann kriegt man nämlich die Errungenschaft, die Weisheit des Dionysos oder so. Und das ist gar nicht mal so übel. So, ich habe da unten wieder unseren lieben Freund, den Peter. Den knall ich jetzt einfach von hier oben direkt weg. Ich habe keinen Bock gerade auf den. Der soll sich verpissen. Mach dich ab da unten. Ich habe da unten auch noch einen Löwen sitzen. Der geht mir genauso aufs Fell. Im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn er Fell hat, aber es ist egal. Ich glaube, der andere ist schon wieder abgehauen. Kann das sein? Der läuft da schon wieder nicht mehr rum. Endlich letzter Raum, Freunde. Der Raum des Atlas. Und natürlich werde ich auch hier wieder vor dem Raum und ab der. Ja, nee. Oh, nee. Okay, hier sind es vielleicht nur Gefahren. Ich habe einen Affen aus dem Zoo gelassen. Okay. Was auch immer der da draußen wollte. Aber ich nehme es einfach mal so hin. So, was passiert, wenn ich jetzt hier. Oh shit. Oh shit. Oh.
Na, das ist doch erstmal hier eine wohltuende Funktion. Und da muss die Kugel drauf, ne? So, die Frage ist ja, kann ich drüber springen? Ich denke nicht, aber vielleicht kann ich ja... Ja, so hat's funktioniert. Puh. Okay, so hat's funktioniert. So, und jetzt muss ich natürlich hier hoch. Ist ja ganz klar, wie sollte es sonst sein? Hallo? Das wollte ich eigentlich die ganze... Also, das wollte ich schon von Anfang an machen, so das mit der Kugel. Aber hat beim ersten Versuch leider Gottes nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Was mache ich denn hiermit jetzt wieder zu? Das ist da auch wieder so ein Druckmechanismus. Für was ist der da? Also was hier jetzt an totes Getier liegt, zwei Löwen, ein Haufen Fledermäuse. Naja, was soll's. Wir sind ganz unten. Wir haben es geschafft, das ist die Hauptsache. Jetzt können wir hier alle Schlüsse noch nacheinander einsetzen. Und dann haben wir dieses Level und ich sag's euch, wie es ist, Freunde. Endlich hinter uns, denn ich sag euch jetzt mal, dass ich 1:07 hier gerade eine Aufnahme habe. Also das ist gerade meine aktuelle Aufnahmezeit. Und für euch schneide ich es wahrscheinlich zu einem 22-23 Minuten Part runter. Aber daran könnt ihr erkennen, wie sehr ich in diesem Level gelitten habe. Und das lag nicht mal an meiner absoluten Dummheit, sondern eher daran, dass ich mich echt wieder erst an die Steuerung gewöhnen muss und die mich hier durch mehrere Abstürze etc. echt zur Weißglut getrieben hat. Alter Lachs, war das wirklich kompliziert. Also wirklich, wirklich kompliziert. Aber wir haben es geschafft. Wir haben das erste Level von St. Francis Foley erfolgreich gemeistert. Und da bin ich sehr, sehr froh drüber. Ich habe alle Geheimnisse auch euch zeigen können. Das ist auch schön. Und das ist ja die Hauptsache. Deshalb, wir haben es gepackt. Wir haben alle Geheimnisse. Wir haben 18 von 19 Fundstücken. Also irgendwo habe ich eine Sache übersehen. Ist aber nicht ganz so wild. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, dann wie immer den Daumen in der nördlichen Richtung. Das würde mich wirklich auch sehr unterstützen, denn Tomb Raider ist ein Projekt. Ihr seht immer 20, 23 Minuten Folge. Ich habe hier durch mehrere Abstürze, durch neue Sachen und durch das Schneiden im Nachgang aber eine ganze Menge Arbeit mit dem Projekt. Deshalb wäre es umso schöner, wenn ihr mir hier auch immer mal ein Feedback da lasst. Das würde mir sehr, sehr helfen und freuen. Gut, Leute, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann bitte tun und Glocke aktivieren, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Macht's bis dahin gut, haut rein, bleibt schön gesund und ciao, ciao.